Hallöchen und herzlich willkommen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder zur monatlichen Schminkbox eingeschaltet habt. Das ganze Monat wieder einiges getestet. Ein super farbenfrohes Monat. Wenn ihr neugierig seid, was dabei rauskommt, bleibt gerne dran. Ja, die monatliche Schminkbox steht wieder an und das Thema der Schminkbox ist absolut Frühling. Ich habe mich mit sehr kräftigen Looks beschäftigt, hatte mega, mega viel Freude, habe ein Produkt des Monats und auch ein Thema für die Schminkbox Mai, auf das ich auch schon richtig, richtig gespannt bin. Und ich werde euch einfach näher ranholen, denn ihr seht, ich bin schon ein bisschen vorgeschminkt, dass ihr das gleich erkennen könnt. Ich spreche über die Produkte und ja, einen Teil der Schminkbox schminken wir natürlich wie immer gemeinsam. Ich mag die Nahaufnahme ja einfach viel lieber, weil ihr einfach viel mehr erkennen könnt. Ich habe, wie ihr seht, die Base drauf und ich zeige euch die Produkte, die ich verwendet habe, spreche ein bisschen dazu und ich starte mal mit den Primern. Ich habe euch in der letzten Schminkbox gesagt, dass ich bereite mir so nebenbei vor, auf Primer nicht mehr verzichten möchte, weil ich auch durch meine Chaosecke entdeckt habe, wie viele Primer ich habe und wie viele ich auch richtig gern mag. Und unter anderem habe ich in der Schminkbox gehabt den Becker Primer und zwar den Backlight Priming Filter. Den gibt es ja so nicht mehr, haben wir schon das ein oder andere Mal besprochen. Gibt ein bisschen Glow, den habe ich heute oben. Und Primer wähle ich einfach nach Lust und Laune und auch gleichzeitig, ob ich vielleicht eine glowige Foundation nutze, dann bleibe ich bei einem feuchtigkeitsspendenden Primer. Oder ob ich eher was Mattes habe, dann noch ein bisschen Glow dazu. Hat mir wie immer gut gefallen, werdet ihr jetzt regelmäßig in den Schminkboxen sehen, werde aber nicht immer etwas dazu sagen. Ich habe auch ein Produkt aufgebraucht und zwar von Too Faced den Hangover Primer. Feuchtigkeitsspendend, hat mir noch so für 3-4 Anwendungen gereicht. War ein schöner Primer, nachkaufen würde ich mir tatsächlich nicht, denn ihr habt meine Backup-Sammlung gesehen und meinen Vorrat an Primern und so überzeugt hat er mich dann nicht, dass ich da jetzt losrennen müsste und ihn nochmal kaufen müsste. Aber er war schön, hat gut funktioniert und ich freue mich, dass ich ihn leer bekommen habe und er mir nicht schlecht geworden ist. Und alternativ habe ich dann für Feuchtigkeit auf den Rival Loves Me Boho Vibes Aqua Primer zurückgegriffen. Ja, das ist so ein Nostalgieprodukt, habe ich mal von der lieben Anja vom Kanal Graufalter mitgeschickt bekommen, weil ich ja an Rival Loves Me nicht drankomme. Bisschen was ist noch drinnen. Aber ich glaube, wenn ich den noch ein-, zweimal in die Schminkbox packe, dann hat es der leider auch geschafft. Das finde ich halt ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, ich ja an Rival Love Me Produkte nicht rankomme, aber ja, hilft ja nichts. Ich möchte ja nicht, dass er schlecht wird. Was uns sofort zu meiner Foundation bringt, und da hatte ich dieses Monat mal wieder Struggles. Foundation ist ja doch immer etwas, wo ich erstens nicht viele Produkte in die Schminkbox packe und dann aber auch merke, okay, funktioniert vielleicht gar nicht oder funktioniert nur teilweise. Was für mich gar nicht funktioniert hat, war aus unserem Zebra Trashy, das ist mir getauscht worden von BB, die 5-in-1 verschönende Tagespflege. Ist erstens eine Pflege, ein Primer, ein Concealer, eine Foundation und hat ein Puderfinish und die habe ich in der Variante hell. Hat für mich nicht funktioniert, wie so oft, das ist für mich vergleichbar mit diesen ganzen Tinted Creams. Es hat mir einfach zu wenig Deckkraft. Habe ich ein-, zweimal ausprobiert und sofort gemerkt, funktioniert für mich nicht. Werde ich weiterziehen lassen, vielleicht hat da jemand andere Freude dran. Und dann sind mir nur mehr zwei Produkte in meiner Schminkbox geblieben und die Rede ist von diesen beiden hier. Und ich beginne mal mit dem Stick hier, das ist eine Stick Foundation und zwar die Satin Cover Smooth Stick Foundation von Make-up Mecca. Das ist dieses Produkt hier und kommt, wie der Name sagt, in einer Stickform. Sehr, sehr hell. Hat für mich nur teilweise funktioniert. Erstens war mir der Farbton eine Spur zu hell und zu austrocknend. Also man hat sofort gemerkt, dass es sich an trockenen Stellen setzt, was bei meiner trockenen Haut natürlich dann nicht wirklich schön aussieht und habe es dann kombiniert mit der zweiten Foundation. Ich brauche ja doch immer eine Foundation, wo ich sage, wenn neue Sachen gar nicht funktionieren, dass ich etwas habe, was ich
das restliche Monat nutzen kann. Und da habe ich mal wieder zu der Trended Up Hydro Stay Foundation gegriffen, die ich tatsächlich richtig gern mag und die es noch auf dem Markt gibt. Und ich habe sie in der Farbe 030. Ist mir noch aktuell eine Spur zu dunkel, aber ich habe die beiden dann immer gemischt. War jetzt nicht das perfekte Match, aber hat für die Schminkbox funktioniert. Ich konnte den damit testen und da ein bisschen was aufbrauchen. Muss aber tatsächlich sagen, dass ich auch diese Stick Foundation weiterziehen lasse, weil es einfach zu viele Komponenten sind, die für mich auf der Haut nicht funktionieren und es dann unnötig ist, ein Produkt lang in der Sammlung zu haben, wo man dann ja sowieso weiß, man greift eher selten dazu. Die Kombination aus allem finde ich mittelmäßig. Ich hatte ja das ganze Monat über und ich habe das wirklich anfangs alleine probiert, dann habe ich nur die genommen, dann habe ich es gemixt die letzten 1,5, 2 Wochen. Ich war sehr viel im April geschminkt und auch öfters unterwegs und ich habe halt gemerkt und ich glaube, man kann es auch an meiner Base jetzt sehen, ich habe ganz dezent nur abgepudert. Es sitzt einfach nur auf der Haut, aber verbindet sich einfach nicht. Das Ergebnis war schwierig. Betiteln wir es einfach mal als schwierig und deswegen wird die auch mich voraussichtlich verlassen. Natürlich lasse ich das immer dann noch so 1, 2 Tage, Nächte mir durch den Kopf gehen, ob das wirklich ein Produkt ist, was gehen muss. Das seht ihr dann aber auf jeden Fall in meinen Goodbye-Videos, wenn die Produkte mich definitiv verlassen. Und da gebe ich dann auch nochmal eine Review, warum ich jetzt sage, ja, soll wirklich gehen. Die war dann wirklich der Retter und farblich noch eine Spur zu dunkel, also so in 1, 2 Monaten ist es wahrscheinlich genau wieder die perfekte Foundation. Ihr seht, ich bin immer noch sehr, sehr weiß. Aber ja, wir sind eigentlich noch nicht wirklich im Frühling angekommen und hätte auch einen Lichtschutzfaktor von 15. Mag ich nach wie vor gerne, hat mir das Monat über geholfen, ist aber eher eine Foundation für mich so, ja, für Juli, August, war aber dieses Monat halt in der Schminkbox. Und eine letzte Sache, die ich schon vorab erledigt habe, sind meine Augenbrauen, die ja nicht immer spannend sind. Da habe ich einmal genommen diesen Shopping Queen Stift, den ich schon sehr, sehr lange habe und mittlerweile ist er wirklich richtig, richtig schön klein. Also 1, 2 Schminkboxen würde er noch überleben und dann, glaube ich, habe ich ihn geschafft. Ich mag ihn. Die Farbe ist toll, passt perfekt zu meinen Haaren und ist nicht zu fest, nicht zu cremig. Tolle Konsistenz. Und aus dem Zebra Dreschi habe ich mir das letzte Mal ein neues Eyebrow Gel rausgenommen von Gruyant. Muss ich sagen, ist okay. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, Leute, läuft los und holt euch das. Es ist okay. Also es erfüllt seinen Zweck. Muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt keine richtig störrischen Augenbrauen. Das heißt, es bleibt an Ort und Stelle, es verrutscht nichts und ist ein absolutes Okay-Produkt. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil, den wir noch gemeinsam auftragen, weil sonst wäre es ja keine Schminkbox. Ich dachte nur, weil ich sehr viel zu meinen Primern und zu meiner Foundation zu sagen hatte, habe ich das vorab gemacht, dass nicht da schon das Video auf 10-15 Minuten kommt. Und ja, ihr seht ja das fertige Ergebnis und das habe ich vor nicht einmal 10 Minuten aufgetragen. Und ihr seht dann auch, wie es sich verändert. Der Auftrag von einer Stick Foundation, glaube ich, ist euch bekannt. Und deswegen habe ich das Ganze ein bisschen verkürzt. Außerdem brauche ich ein bisschen mehr Zeit für meine Lidschattenpaletten. Wie gesagt, das Thema des Monats war ja der Frühling und ich habe mich für richtig viele Paletten, viele unter Anführungszeichen für mich viele Paletten entschieden, die für mich Frühling schreien und ein paar möchte ich euch, also alle möchte ich euch kurz zeigen und ein kleines Feedback abgeben. Es ist vorab, Spoilern, keine Palette dabei, die mich nicht begeistert hat. Und ich beginne einfach mal mit der Nabla Cutie Palette. Hatte ich noch nie getestet, war das erste Mal und ist eine wunderschöne Palette. Ja, ein paar dunkle Töne, ein paar Glitzertöne, aber auch ein bisschen was Frühlingshaftes. Und ich glaube, ihr könnt erkennen, welche Farben ich ein bisschen genutzt habe. Hat mir gut gefallen, hat eine tolle Pigmentierung. Ich mag die Nabla-Qualität und die hat Spaß gemacht zu benutzen. Richtig schöne Palette, war toll. Genauso habe ich mir hineingepackt, passend einfach, die Essence Blooming Bright Palette. Habe ich euch in einem separaten Video vorgestellt.
Und auch die schreit absolut Frühling, habe ich schön empfunden. Und ihr seht auch den Braunton, habe ich mit aufgenommen. Da hat mir sehr gut dieser Orangeton gefallen. Ich habe einen Look in der Arbeit getragen mit Orange, auf den ich sogar angesprochen wurde. Und schöne Palette, hat echt Spaß gemacht, sie zu benutzen. Und ist eine tolle LE, die ja auch sehr, sehr neu ist. Eine weitere LE, die ich euch auch vorgestellt habe, ist die Catrice My Little Pony LE. Für viele ein bisschen zu kindisch. Ich finde sie immer noch entzückend. Und auch da schreit natürlich die Palette Frühling. Und ich zeige es euch natürlich auch wieder von innen. Pastellige Töne, kräftige Töne. Ihr seht, ich bin in viele Töne hineingegangen. Hat Spaß gemacht, sie zu benutzen. Und auch das war eine tolle LE dieses Jahr schon, die ich froh bin, ergattert zu haben. Und bin nach wie vor mit der Qualität sehr zufrieden. Die vorletzte Palette kennt ihr tatsächlich nur aus einem Haul aus dem letzten Jahr und war so absolut ein Thema, wo ich sage, die muss ich unbedingt in diese Schminkbox mit aufnehmen. Die Rede ist von dieser schönen Palette. Das ist die Too Faced Too Fame Palette. Absoluter Frühlingsverpackungstraum. Und innen hat sie erstens mal ein wunderschönes Design. Und die Farben sind natürlich auch der absolute Knaller. Super schön frühlingshaft. Auch da könnt ihr erkennen, in welchen Tönen ich war. Und ich habe sie super gerne benutzt. Und ja, meine wundervolle Palette habe ich mir letztes Jahr, ich glaube zum Geburtstag, war das ein Geschenk meiner Schwester. Und ewig im Backup gehabt. Daher auch meine Palettenreise, um da einfach mehr herauszufinden, welche Paletten toll sind, welche ich überhaupt noch nie getestet habe. Schön war, dass ich die jetzt testen konnte, mit der ich super happy bin. Verpackung, Pigmentierung. Natürlich muss man dazu sagen, das bin ich schon immer noch der Meinung, Too Faced ja, hat so sein typisches Beuteschema. Es sind immer diese Nudingtöne enthalten. Ich habe noch keine Palette gesehen, die da so richtig raussticht, aber ich mag sie trotzdem. Und die Palette, die wir uns heute aufs Auge geben werden, ist auch eine, glaube ich, bekannte Palette und auch noch nicht zu alt. Und zwar aus dem letzten Jahr, die Everlasting Blooms Palette. War auch eine LE aus dem letzten Jahr und verbirgt halt wundervolle Frühlingsrosatöne. Wirklich zauberhaft. Habe ich auch sehr gerne genutzt und hatte Spaß, sie zu benutzen. Und ihr seht, ich hatte wenig Möglichkeit, neutrale Töne zu schminken und habe deswegen sehr oft zu kräftigen gegriffen. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich beginne einmal und das Einzige, was an diesen bunten Paletten oft sehr, sehr schwierig ist, sie haben absolut keinen Grundton. Das ist mir fast bei jeder Palette aufgefallen. Und hat mich auch ein bisschen gestört. Und auch hier haben wir eigentlich keinen Ton, der das Augenlid einfach ausgleicht. Ich habe heute Lidschattenbase drauf, weil ich noch ein paar mehr Videos drehen möchte und der Look einfach halten soll. Und da fehlt mir oft so eine neutrale Farbe. Deswegen nehme ich die jetzt aus der Too Faced Palette. Einfach so eine Hautfarbe, die das Ganze ein bisschen, ja, mal abmattiert, dass man einen schönen Untergrund hat, wo die Farbe gut hält. Und ja, da nehme ich einfach jetzt den aus der Too Faced Palette. Das hat natürlich Too Faced gut gelöst. Da hat man diesen Ton und das finde ich auch teilweise wirklich wichtig. So, nachdem wir das gemacht haben, werden wir uns natürlich jetzt dieser Palette widmen. Und das soll natürlich etwas kräftiger werden und deswegen beginne ich gleich mal mit dem mittleren Ton. Das ist so ein Mix aus der hellen rosanen Farbe und der ziemlich dunkelrosanen Farbe und da werde ich den mittigen Ton aufnehmen. Und ihr seht, ich habe eingefärbte rosane Pinsel, die waren auch tatsächlich aus dieser Palette. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele Pinsel benötigt wie dieses Monat, denn... Ja, mit diesen bunten Farben muss man natürlich aufpassen, dass man dann auch bei den Farben bleibt, die man eben mit dem Pinsel aufgenommen hat. Und ich hatte so zu jeder Palette meine 3-4 Pinsel, die ich dann auch öfters benutzt habe, nachdem ich die Palette auch
in den letzten Tagen ein-, zweimal genutzt habe, habe ich einfach diese Pinsel weiterverwendet. Und ihr seht aber, dass das richtig gut funktioniert. Und ich trage mir das so auf das gesamte Lid auf und ein bisschen in die Lidfalte. Ich habe auch zum Beispiel gerne ausgetestet, diese Washi-Tapes auf der äußeren Kante, um einen harten Cut zu haben. Das habe ich ab und zu gemacht. Hat gut funktioniert und ich glaube, ihr könnt gut erkennen, wie kräftig dieses Rosa ist und wie schön sich das auftragen lässt. Die Palette hat einen tollen Spiegel, den ich auch gleich nutzen kann. Und da habe ich nicht extra einen Handspiegel immer gebraucht, wenn ich jetzt zum Beispiel Lux für ein Video gedreht habe. Und das hat super funktioniert und auch das Rosa lässt sich richtig gut auftragen. Seit der Auge habe ich natürlich jetzt auch fertig gemacht und ich mag die Farben, ich mag die Pigmentierung. Ich habe natürlich versucht, das restliche Make-up eher dezent zu halten, mich auch in Kleidungsfragen dann nicht auch noch kunterbunt auszutoben. Ich bin einfach von Haus aus nicht der knallbunte Typ, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, solche Looks auszuprobieren und bin auch relativ oft darauf angesprochen worden, wie kräftig das ist, wie bunt das ist. Aber das habe ich auch genossen. Um das Ganze jetzt ein bisschen tiefer zu gestalten, gehe ich in den Ton daneben in dieses dunklere Rosa. Und das setze ich mir tatsächlich nicht einmal außen hin, sondern direkt vorne auf mein bewegliches Lid. Habe das am Anfang immer mit dem Pinsel gemacht, also mal um das Gröbste aufzunehmen. Was ich schön finde, dass sie nicht so sehr krümelt und ich sie aber auch gut aufbauen kann, aber mir vom Fallout her nicht so viel runterknallt. Und dann habe ich gewechselt auf so einen sehr flachen Pinsel, habe das nochmal aufgenommen, trotzdem immer abgeklopft und habe mir das so drauf getupft. Einfach, dass wenn ich das Augenlid geschlossen habe, dass vorne das Ganze trotzdem noch ein bisschen kräftiger ist. Also die in der Lidfalte eher ein bisschen dezent und auf dem beweglichen Lid dann nochmal so dieser richtige knallpinke Ton. Und das hat mir immer gut gefallen und hat wirklich ausdrucksstark das Auge wirken lassen. Bin dann nochmal in den Pinsel von vorhin gegangen, habe den aber ein bisschen Farbe abgenommen und also abgestriffen und habe dann nochmal in der Lidfalte verblendet. Einfach nur mit dem Pinsel, wo die Farbe oben ist, um das ein bisschen softer zu gestalten und ein bisschen höher zu ziehen. Aber eben nicht zu extrem und eben auch ein bisschen auf so einem Kosmetiktuch abgeswirlt, damit das eben ein softer Übergang wird und auch nicht zu stark nach oben geht. Ich möchte ja nicht ausschauen, als würde ich K.O. geschlagen worden sein. Ein bisschen Schimmer möchte ich natürlich auch aufnehmen und auch da bietet die Palette relativ viel. Man könnte auch in den Lila-Ton gehen, aber meistens habe ich mich tatsächlich an dem Rosa gehalten. Und ja, da haben wir auch noch zwei, einen Press-Glitter, woran ich meistens keine Freude habe. So einen Schimmerton und etwas, ja, ich würde sagen, noch zarteres. Und in das noch zartere gehe ich jetzt mit einem kleinen Pinsel, den ich mir aber vorher ansprühe. Das mache ich schnell mal. Den ich mir immer gleich vorher angesprüht habe und mit dem etwas zarteren Ton, den nehme ich dann auf und den setze ich mir einfach vorne hin und ziehe das so ein bisschen hinauf, dass wenn ich das Auge öffne, dass der Ton natürlich auch gleich zur Geltung kommt. Und ich glaube, wenn man den ansprüht, dann hat der gleich mehr Effekt. Es geht natürlich auch so. Aber ich musste ja auch für die Arbeit das Ganze ein bisschen schneller gestalten. Ich habe da auch in der Früh keine 15, 20 Minuten Zeit, mich nur um mein Augen-Make-up zu kümmern. Und jetzt dauert das Ganze natürlich noch länger, weil ich ja dazu quatsche.
Aber so hat mir das immer relativ gut gefallen, dass das dann doch so ein kleiner Schimmer noch war, Ton in Ton aber. Man könnte natürlich auch sagen, man nimmt einfach jetzt einen lila Ton auf und gibt den aufs Auge. Aber ich muss euch ehrlich sagen, fürs Büro wollte ich es dann auch nicht zu übertreiben und zu paradiesvogelmäßig aussehen. Deswegen habe ich die Variante auch ganz hübsch gefunden. Das war der Look aus dieser Palette, den ich jetzt noch mit einem Produkt, ja, beende oder verfeinere, was auch das Produkt des Monats für mich ist. Es ist diesmal ein Make-up-Produkt, was mich richtig begeistert hat und auch definitiv in meinen Jahresfavoriten landen wird, weil ich es unglaublich speziell und hübsch finde. Und die Rede ist vom Catrice Duochrome Eye Pencil aus der Jungle Book LE. Ich habe mir ja da beide Eye Pencils mitgenommen. Da gab es eben diesen rosanen und auch einen grünen. Ich gestehe, den grünen habe ich noch nicht getestet. Dafür diesen rosanen hier umso mehr. Und ich werde euch das jetzt mal auf der Hand swatchen. Ich finde den mega. Eine so spezielle, hübsche Farbe. Ich habe da richtig Freude dran. Und den trage ich mir jetzt auf mit meinem großen Spiegel als Lidstrich. Und ich fand, dass der den Look sehr schön speziell gemacht hat. Auf einer soften Art und Weise, kann man das überhaupt noch sagen, bei den kräftigen Farben. Er ist nicht zu weich, aber auch nicht zu cremig. Er hat mir den ganzen Tag gehalten und hat mich deswegen begeistert und war für mich deswegen auch das Produkt des Monats. Ich zeige euch ja da jedes Monat ein anderes Produkt und die letzten Monate war es kein Make-up-Produkt, aber dieses Mal musste ich es als Produkt des Monats aufnehmen, weil es mich einfach so umgehauen hat. Und ich glaube, man kann den Unterschied gut erkennen und ich mag diese Reflexion. Und so wie ich es mir hier auf den Wimpernkranz oben gesetzt habe, mache ich es auch unten. Unten ein bisschen sogar kräftiger und ein bisschen dicker, weil ich unten einfach nicht mehr dazugebe. Und ich glaube, man kann das gut erkennen, dass das so wirklich Duochrome-mäßig changiert. Und ich finde das wunderschön. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich einfach eher in diesen rosa, blau, lila Tönen bewegt. Den grünen Stift auch in der Schminkbox gehabt, aber konnte ihn nicht zu einem Look kombinieren. Aber ich hoffe, dass ich das dann vielleicht im Mai, Juni, Juli irgendwann kann. Und da werde ich euch natürlich auch ein Feedback geben. Aber das hat mir mega gut gefallen und hat dem Ganzen noch so das Krönchen aufgesetzt. Hab das natürlich jetzt auf beiden Seiten gemacht und finde das Ergebnis mega. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich auf die zurückgegriffen habe aus dieser LE. Denn ja, ihr wisst, mit Eyelinern spiele ich mittlerweile richtig gerne und die Intensität dieser Eyeliner finde ich richtig toll und es ist auch mal was Besonderes. Und deswegen bin ich total happy, den bekommen zu haben. Also, wenn ihr sagt, ja, euch überzeugt das auch, dann lauft wirklich los und holt euch die noch. Da gab es eben zwei, einen grünen und das ist jetzt die 020 Trust in Me. Und ich finde, das macht den Look schon speziell und ist aber einfach ganz easy zu machen. Also man muss nicht immer die größten Lidschattenpaletten haben und mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe es richtig oft genutzt. Ich hoffe, dass er mir nicht schnell leer geht, denn ich glaube, der könnte mich im Sommer richtig oft auch in Schminkboxen begleiten, weil ich ihn einfach traumhaft finde und ja, verdient das Produkt des Monats auf alle Fälle. Weil wir aber schon beim Produkt des Monats sind, möchte ich euch natürlich jetzt auch schon mal verraten, ja, wo es hingeht in den Mai. Zur Schminkbox Mai. Was erwartet uns? In der Schminkbox Mai habe ich mir ein Thema ausgesucht, mit dem ich mich gut 1,5 Jahre fast gar nicht beschäftigt habe. Natürlich auch durch das C,
habe ich da weniger Möglichkeiten gehabt. Und ihr könnt vielleicht schon erahnen, um was es geht. Und das Thema für die Schminkbox Mai wird lauten Statement Lips. Ich werde meine Lippen betonen, meine ganzen kräftigen Lippenfarben austesten, mich durchprobieren, mich noch mehr in Farbe ausprobieren und das restliche Make-up einfach dezent dazu anpassen. Also das Thema Statement Lips. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich habe ein bisschen Bammel davor, ob ich begeistert sein werde oder ob ich vielleicht schon nach einer Woche sage, oh mein Gott, super nervig, denn ich greife ja nicht oft zu Lippenprodukten, habe aber einige und deswegen möchte ich im Mai meinen Lippenprodukten mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, denn es würde mich natürlich super interessieren, wie ihr die Mai-Box dann findet und vor allem das Thema. Weiter geht's und weiter geht's mit Bronzern. Ich brauche natürlich jetzt ein bisschen Ausgleich im Gesicht zu meinen kräftigen Augen. Und auch da habe ich zwei tolle Produkte, die relativ neu sind. Aber ich möchte mit einem Produkt anfangen, was mich tatsächlich ein bisschen irritiert oder enttäuscht. Und zwar ist es ein Bronzer von Art Deco. Und ihr wisst, ich feiere Art Deco. Das ist der All Seasons Bronzing Powder 4 Seasons. Ich glaube, den habe ich mir mal bei TK Maxx mitgenommen. Und er wird bei mir super fleckig und ist auch irgendwie, ja, nicht der perfekte Ton für mich, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ihn jetzt die letzte Woche richtig oft benutzt, weil ich es, ich sage es euch ehrlich, nicht glauben kann, dass er für mich nicht gut funktioniert. Ich muss da tatsächlich sehr in mich gehen, ob ich den wirklich aussortieren möchte, weil eigentlich gefällt er mir innen sehr gut. Er gefällt mir von der Verpackung her sehr gut und ich kann es einfach tatsächlich nicht glauben, dass er aber auf meinen Wangen nicht so performt, wie ich es mir einfach wünsche. Was heißt, wie ich es mir wünsche? Ich habe das Gefühl, er ist zu schwach auf meinen Wangen. Ich habe das Gefühl, er ist zu fleckig auf meinen Wangen. Ja, und deswegen war er nicht mein Lieblingsbronzer dieses Monat. Aber um auf das Positive zu kommen, was mich sehr begeistert hat, und einen davon tragen wir auch auf, den ersten, den ich richtig gut fand, auch aus dem Dschungelbuch, war diese Face-Palette. Ich habe da die Face-Palette mit Mowgli und Baloo und das ist die Farbe 010, Tales About the Jungle. Habe ich euch auch in meinem Vlog gezeigt, dass ich die Palette mir geholt habe. Vom Packaging her brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht sprechen. Eine Palette mit Bronzer und Highlighter und ihr seht, die Bronzer habe ich richtig gut benutzt. Da ist das Pressing schon ordentlich verschwunden, da so mittelmäßig. Tolle Palette, hat mir richtig Spaß gemacht, auch zu den Highlightern habe ich das ein oder andere Mal gegriffen. Wundervolle Palette, wunderschöne Bronzer und ich muss sagen, diese LE hat sehr spezielle Produkte, also ob das jetzt der Eyeliner ist oder auch diese Face Palette. Normalerweise begeistern mich dann andere Produkte, aber auch diese Face Palette kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich finde sie wirklich wunderschön. Und ein zweites Produkt, was mir fast noch eine Spur besser gefällt und für mich ja ein neuer Liebling, würde ich sogar sagen, ist und richtig Spaß gemacht hat, ist aus dem neuen Catrice-Update der Holiday Skin Bronzer und Highlighter. So ein kleines Dupe von Charlotte Tilbury, einfach von der Aufmachung her. Und ich muss ehrlich sagen, ich war hellauf begeistert. Der Auftrag mit dieser Palette und vor allem der Bronzer, den Highlighter habe ich tatsächlich noch nicht getestet, aber der Bronzer hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und den trage ich jetzt mit euch auf. Und habe dafür immer diesen großen My Little Box Pinsel genommen. Ich mag das, wenn das grobflächiger ist und ich glaube, ihr könnt sofort erkennen, wie schön der auf meine Haut kommt und ist ein Bronzer aus, ja, dem neuen Sortiment, was ich total feiere. Und ihr seht, das ist ruckzuck aufgetragen und auch überhaupt nicht fleckig. Also es ist wundervoll und jedes Mal, wenn ich den benutzt habe, ich habe auch noch andere, die ich jetzt aber nicht extra hervorheben möchte, der hat mir immer gut gefallen. Also da war nie
das Thema, das mir der nicht gefällt oder dass der fleckig wird, egal wie oft ich hineingegangen bin, wie sehr ich ihn auch geschichtet habe, der hat mir einfach mega gut gefallen. Ist ein toller Ton. Das ist auch sowas. Ich tue mir aktuell sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ihr habt mitbekommen, wenn ihr mich regelmäßig folgt, dass ich mit Bronzern aktuell ein bisschen struggle und nicht jeder Bronzer mir mehr so zusagt, der in meiner Sammlung ist. Und ich muss sagen, meine Bronzersammlung wird kleiner, was nicht schlecht ist, was ich auch nicht schlecht finde. Den Duft von dieser Palette, kann ich euch gleich sagen, ist jetzt wieder nichts, was man feiert, aber das Ergebnis. Ich mag den und ihr habt gesehen, wie flott ich den aufgetragen habe. Ich habe den nie fleckig bekommen und könnte definitiv auch ein Jahresfavorit werden, weil er einfach richtig, richtig gut ist. Super, ja, in der Pigmentierung ist, im Auftrag ist, die Farbe sitzt perfekt und hat einfach mega Spaß gemacht. Und war deswegen ein Produkt in dem Monat, was mich total begeistert hat. Und ja, schön ist, dass ich das in meiner Sammlung aufgenommen habe, testen konnte und happy mit dem Ergebnis bin. Wir kommen zu einem nächsten Thema und das ist der Highlighter. Und bei Highlightern habt ihr ja schon mitbekommen, ich verzichte aktuell sehr oft auf Highlighter. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Aber ich greife einfach selten zu Highlightern. Vielleicht kommt dieses Feeling ja dann in den Sommermonaten wieder, wo man von Haus aus ein bisschen gebräunt ist, vielleicht weniger Blush aufträgt oder weniger Bronzer aufträgt, weil ja die Sonne sein Übriges tut. Aber auf Highlighter greife ich selten zurück und auch dieses Monat kann ich euch keinen Highlighter zeigen, den ich wieder mega toll fand. Denn ich habe so gut wie nie einen Highlighter genutzt. Ist auch was, was ich mir im Hinterkopf behalte für meine Chaos-Ecken. Ich habe ein paar Highlighter und bin der Meinung, wenn sich das über den Monat nicht ändert, also über die nächsten Monate, über vor allem die Sommermonate nicht ändert, dann muss ich, glaube ich, mal radikal meine Highlighter aussortieren. Denn wenn ich Highlighter nicht wirklich oft benutze, glaube ich, reicht es, wenn ich meine zwei, drei Lieblingshighlighter in der Sammlung habe und alle anderen einfach weiterziehen lasse, weil ich merke, dass ich da einfach kein Bedürfnis habe, dazu zu greifen oder zumindest zu wenig dazu zu greifen. Schreibt mir mal super gerne, ob es bei euch eine Kategorie gibt, egal jetzt Blush, Lidschatten, Highlighter, Bronzer, wo ihr sagt, ja, ich habe da auch meine vielleicht 5, 6 Produkte und greife nie dazu. Das würde mich super interessieren und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und was ihr mir auch super gerne schreiben könnt, um auf weitere Themen zu kommen, ich möchte hiermit wieder aufrufen, dass ihr mir Themen für die Sommerschminkboxen vorschlägt. Also ja, wir haben jetzt noch ein Mai-Thema, aber für Juni, Juli, August trete ich wieder an euch heran und hoffe, dass ihr mir Inspiration für eine weitere Schminkbox geben könnt. Natürlich werde ich mir auch wieder ein Thema überlegen, was ich zwischendurch vielleicht einbaue, je nachdem, wie viel von euch an Feedback kommt. Und ja, ich möchte, dass ihr da richtig, richtig kreativ seid. Und ich schließe schon mal ein Thema aus, ein klassisches Sommer-Make-up oder eine klassische Sommer-Schminkbox lasse ich dieses Mal nicht gelten. Also ich hoffe, dass ihr euch was richtig Krasses überlegt, Spannendes überlegt. Wir können uns da ruhig ein bisschen steigern, weil ich mittlerweile da so richtig Bock habe, auf eure Challenges einzugehen und hoffe, dass ihr da mich ein bisschen unterstützt, dann lasst mir das super gerne in den Kommentaren da. Ich werde mir das alles notieren und es ist auch egal, wenn ihr vielleicht 1, 2 Ideen habt oder sogar 3 Ideen. Ich nehme das alles so mit auf und sortiere das dann sowieso und auch wenn wir vielleicht bis in den September, Oktober hineinkommen mit irgendeinem Thema, dann finde ich das auch toll und würde mich mit meinen Ideen da ein bisschen zurücknehmen. Also, los geht's, ab in die Tasten, was ihr für Wünsche, Ideen, kreative Inspiration für mich habt. Ja, zum Thema Highlighter nochmal zurück. Ich habe das Problem, dass ich einen Highlighter hatte, den ich absolut feiere von der Verpackung her. Den hatte ich aus dem Adventkalender und zwar der Too Faced Diamond Light Highlighter. Ich habe ihn nicht benutzt, nein, nein. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, ob der wunderschön ist oder nicht. Das tut mir
auch wirklich im Herzen leid, aber ich habe ihn einfach nicht benutzt. Und dann würde ich euch hier was vorgaukeln und ihr kennt mich, Ehrlichkeit währt am längsten. Da brauche ich einfach mal nur einen Tipp von euch. Ihr kommt dann innen wie so ein richtiger schöner Rohdiamant zum Herausnehmen und ich habe mich riesig darüber gefreut, den im Adventkalender zu haben. Doch, jetzt kommt das große Drama, wenn ich den öffne und ich werde es euch jetzt versuchen zu präsentieren. Ist er mir komplett gebrochen. Seht ihr das? Ich kann den kippen und der fliegt, so wie er hier hineingestanzt ist, komplett raus. Das heißt, er ist komplett kaputt. Er ist zwar noch im Ganzen, aber kaputt. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich den befestigen kann, ohne ihn klein zu hauen und neu zu pressen? Oder soll ich ihn einfach in dieser Verpackung lassen und so benutzen? Aber es ist halt so ein Riesen-Oschi. Ach, super ärgerlich und super schade, aber er ist von Anfang an kaputt gewesen. Wahrscheinlich durch den Transport der Post hat das das Ganze nicht überlebt. Gebt mir Tipps, wie ich ihn retten kann, dass er einfach nicht so lose herumknallt. Ich finde es wirklich richtig, richtig schade. Was uns zum nächsten Thema bringt und meiner liebsten Kategorie, wie ihr alle wisst, Thema Blush. Und da habe ich drei Blushes in meiner Schminkbox gehabt, die ich liebe. Ja, drei Blushes, alle drei neu für mich. Ich habe sie euch auf jeden Fall schon gezeigt, aber noch nie getestet. Und ich zeige euch mal den ersten, und zwar das ist der Benefit Butterfly. Einer aus dieser neuen Kollektion Benefit hat ja vor schon ein bisschen längerer Zeit neue Blushes rausgebracht, wo ich auch kräftig zugeschlagen habe, denn Benefit Blushes haben einfach eine mega Pigmentierung und sind toll. Und das ist ein orangener Ton. Mega, mega, mega. Also wenn ihr mal einen ausgefallenen Blush haben wollt, dann kann ich euch den wirklich von Herzen empfehlen. Ich feiere den total. Ein mega toller Auftrag, eine schöne Farbe, gut pigmentiert und hält den ganzen Tag. Traumhaft, einfach nur traumhaft und ja, auch Jahresfavoriten würdig, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Da waren wirklich dieses Monat Knallerprodukte dabei, die ich, wow, einfach nur wow. Ein weiterer von Benefit ist auch der Willa Blush. Würde heute gut passen, aber ich möchte in eine andere Richtung gehen. Ist so ein Rosenholzton und ihr seht, ich habe den echt gut benutzt. Genau dasselbe wie bei dem Butterfly Blush, ein Knallerprodukt. Da muss ich tatsächlich sagen, ist es eher ein sehr, ja, überschaubarer Ton. Den hat man vielleicht auch schon in irgendeiner Art und Weise zu Hause. Ich finde schön, dass Benefit die Verpackung kleiner gemacht hat. Das macht das Ganze ein bisschen handlicher zum Aufbewahren. Ich mag das Packaging wunderschön. Ich mag diese Pappverpackungen, ein richtig toller Blush, aber dieser Orangene ist halt, wenn ich jetzt sagen würde, beide Jahresfavoriten, ich kann euch beide ans Herz legen, definitiv. Der Butterfly ist für mich mehr Jahresfavorit, weil die Farbe einfach noch viel, viel spezieller ist. Und ein dritter, den ich auch total lieben gelernt habe in meiner Schminkbox, passend auch zur Palette, war dieser Too Faced, Too Fame Butterfly Babe Blush. Ja, passend zu dieser Frühlingskollektion habe ich mir damals den Blush auch geholt. Packaging traumhaft und auch innen ein wunderschöner Blush mit so einem All-Over-Schimmeranteil, der sich aber, wenn du ihn dann benutzt, verflüchtigt. Ein wunderschönes Pressing und den tragen wir uns auch gemeinsam auf, um ihn euch mal zu zeigen, wenn ich euch schon die Palette nicht gezeigt habe. Und den nehme ich jetzt einfach mit einem Pinsel auf und setze mir auf meinen Wangen und ich finde den wunderschön. Der hat was Schimmerndes, es ist kein matter Blush und macht aber das Ganze so richtig schön fresh. Passt eben super gut zu so pinken Looks, weil er eben ein zartes Pink hat und wunderschön ist. Und ich glaube, ihr könnt es sofort erkennen, was für eine tolle Farbe. Hier vielleicht noch eine Spur besser. Ich feiere es total und bin total happy, dass ich mir den auch wirklich geholt habe. Damals, beziehungsweise
Es war ja ein Geschenk. Ich nehme jetzt noch den großen Spiegel, dass ich mich da ein bisschen besser ansehen kann. Und ich liebe es einfach. Ich mag es, weil es auch meine Wangen auf der richtigen Stelle betont. Es gleichzeitig so einen Blushleiter-Effekt hat und für mich wunderschön rüberkommt, schön ist und echt Spaß macht, ihn aufzutragen. Mega. Wunder. Schön. Ich habe jetzt noch zwei Fixing Sprays und dann werde ich mir die Wimpern tuschen. Tatsächlich habe ich auch dieses Monat passend schon für den Mai die Lippen ausgelassen. Die Augen waren mir einfach viel zu kräftig, um dann noch die Lippen zu betonen. Ja, ich weiß, und das sagt ihr mir immer wieder, könnt einfach ein klassisches Gloss nehmen. Ich habe dann immer auf Labello zurückgegriffen. Natürlich ist das dann kein Full Face, aber ich zeige euch das, was ich wirklich im Monat, unter dem Monat auch so getragen habe. Ich könnte mir natürlich jetzt irgendeine tolle Farbe drauf geben und sagen, so war der Look. Aber das wäre nicht ich, das wäre nicht ehrlich. Und deswegen, ja, ist es auch leider dieses Monat so, dass kein Lippenprodukt dabei ist, wo ich jetzt sage, wow, das hat mich so begeistert. Das wird aber definitiv im Mai kommen. Reminder, Statement Lips. Und da bin ich dann gespannt, was mich wirklich überzeugen kann, wo ich sage, das klebt auf den Zähnen, wie auch immer. Zu den Fixing Sprays. Einmal habe ich geöffnet zwei neue, weil meine schon langsam leer werden. Und zwar den Hydrating Prime and Care Spray von Catrice. Gibt es tatsächlich so nicht mehr zu kaufen. Deswegen halte ich mich kurz. Absolute Liebe. Habe ich mir zwei ins Backup gelegt, weil ich die richtig gut finde, gerade für den Sommer. Habe ich das Monat richtig oft benutzt. Ich mag es einfach. Es hat einen guten Duft, einen tollen Pumper. Lege ich mir aber auf die Seite, um euch dann nicht anzufixen, wenn man es nicht mehr bekommt. Und dann habe ich eines getestet von Max & More. Und zwar vom Action. Das hatte ich im Trashy mir rausgenommen. Und das finde ich ganz okay. Ich würde sagen, dass es jetzt nicht das Make-up den ganzen Tag festhält. Aber wenn ich jetzt mal nur so 4-5 Stunden unterwegs war, hat das gut funktioniert. Das nehme ich mir jetzt mal auf. Halte es aber immer ein bisschen weg, obwohl der Pumper okay ist. Hat einen angenehmen Duft, einen angenehmen Sprühkopf. Ich glaube, dass es dann, wenn es leer wird, ein bisschen schwieriger wird. Ich mag es aber an sich gerne. Ihr seht, es ist ein feiner Sprühstoß. Nicht übertrieben, nicht so flatschig ins Gesicht. Hat für mich gut funktioniert und mag ich vom Duft her. Und die Kombi aus beiden war für das Monat absolut in Ordnung und hat mir gut gefallen. Ich tusche mir schnell die Wimpern. Zeige ich noch das fertige Ergebnis und dann beenden wir auch wirklich wieder den April. Wimpern sind getuscht. Benutzt habe ich eine Mascara, die ich euch schon oft in die Kamera gehalten habe, von Catrice All Around Mascara Ultra Black. Tolle Mascara, macht tolle Wimpern. Ich habe die schon ewig und die wird und wird nicht leer und auch das Bürstchen verklebt nicht. Eine solide Mascara aus der Drogerie. Und auch merke ich, dass das Monat sehr Catrice-lastig ist, aber auch mit richtig tollen Produkten von Catrice. Ich muss wirklich sagen, Essence und Catrice mausern sich immer mehr und können definitiv manchmal sogar besser mithalten mit High-End-Produkten, als was man glaubt. Man muss also nicht Unmengen an Geld für hochpreisige Produkte ausgeben. In der Drogerie findet man wirklich tolle Schätze. Und auch die Mascara ist zum Beispiel etwas, was für mich immer funktioniert und gut funktioniert. Ja, fertige Ergebnis, die Schminkbox April. Mein Frühlingslook, sehr, sehr kräftig, sehr, sehr rosa. Man kann es kombinieren mit anderen Farben, man hätte es bunter gestalten können. Es ist für mich aber wichtig, dass es auch für den Alltag nicht zu übertrieben ist. Und ich glaube, der Look ist für den Alltag durchaus möglich. Ich würde mich über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Wenn dafür keine Zeit ist, dann zumindest ein Like. Und ich wünsche mir, dass ihr genauso gut in den Frühling startet, wie ich es tue. Ich bin ready, auf jeden Fall ready für Frühling, Sommer. Ich freue mich auf euer Feedback zu dem Look, auf eure Ideen für weitere Schminkboxen. Nicht vergessen, bitte unterstützt mich da. Über ein Like, ein kostenloses Abo freue ich mich natürlich wie immer auch. Und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, wir testen die Schminkbox aus oder irgendein anderes Format. Macht's gut, meine Süßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.